Viele von euch wünschen sich die magische Staatsnote, um dann später zum Beispiel Staatsanwalt oder Richter zu werden. Aber wie ist das eigentlich so im Staatsdienst? Was gibt es da für Vor- und Nachteile? Ich weiß das nicht, deswegen habe ich heute jemanden zu Gast, der das kompetent beantworten kann. Heute ein bisschen unkonventionelles Format. Wir halten natürlich den Abstand Corona-bedingt, aber ich freue mich ganz besonders heute zu Gast, Herr Dr. Kreuzpointner. Danke fürs Kommen. Sie können berichten aus Ihrer langjährigen Erfahrung in der Laufbahn im Staatsdienst. Vielleicht würden Sie sich kurz vorstellen und mal erzählen, wie so Ihre Laufbahn war, die kurzen Eckdaten vielleicht. Vielen Dank für die Einladung. Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Johann Kreuzpointner. Ich war 40 Jahre bei der Justiz und das Ergebnis vorweggenommen, ich habe es nicht bereut. Ich bin 1978 als Referendar in den Justizdienst gekommen, war dann aktiv von 1981 an tätig und zwar zunächst als Proberichter in Zivilsachen, kam dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Bundesverfassungsgericht, von dort an die Staatsanwaltschaften Memmingen und Kempten. Ich war tätig als Zivilrichter, 5 Jahre am Landgericht in Memmingen, dann anschließend als Staatsanwalt, als Gruppenleiter wieder bei der Staatsanwaltschaft in Memmingen. Von dort wechselte ich an das Amtsgericht in Kaufbeuern, war dort Amtsrichter, speziell zuständig für Jugendsachen und gleichzeitig in der Verwaltung als Vertreter des Direktors. Ich kam für ein Jahr zurück ans Landgericht Memmingen als Vorsitzender mehrerer Strafkammern und Zivilkammern und von dort wechselte ich 2001 zurück zur Staatsanwaltschaft als Vertreter des leitenden Oberstaatsanwalts und war dann von 2007 an selbst Leiter dieser Behörde, bis ich dann von 2013 bis 2019 als Präsident des Landgerichts Kempten tätig war. Seither bin ich in Ruhestand und versuche zurückzublicken, was die Vorteile, was die Nachteile des Justizdienstes waren und was man den jungen Kollegen gegebenenfalls mitgeben kann. Dafür bin ich für die heutige Einladung dankbar. Ja, eine beeindruckende Laufbahn. Jetzt stellt sich mir die Frage, warum haben Sie sich denn ursprünglich überhaupt für den Staatsdienst entschieden? Ich war von der Ausbildung her begeisterter Ziviljurist, das muss ich vorausschicken. War dann Referendar am Amtsgericht bei einem Zivilrichter und habe gesehen, dass man mit Argumentieren Leuten helfen kann, insbesondere aus ihren für sie unangenehmen Konflikten herauszukommen und damit letztlich Rechtsfrieden unter den Leuten schaffen zu können. Für mich war die Tätigkeit, soweit ich sie gesehen habe, am Amtsgericht und bei der Justiz durchaus abwechslungsreich und interessant. Und auch die Arbeitsbelastung erschien mir damals als erträglich, sodass ich für mich den Weg eingeschlagen habe, bei der Justiz meine berufliche Tätigkeit wahrzunehmen. Ich denke, den meisten ist bekannt, dass man ein ziemlich gutes Examen brauchen, überhaupt in den Staatsdienst zu kommen. Ist es wirklich so, dass es die Voraussetzung gibt oder gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, wie Jurastudenten sich vielleicht auch Hoffnung machen könnten, die vielleicht nicht ganz so gut abgeschnitten haben? Also ein Minimum oder ein Mindestkriterium ist das Erreichen von 8 Punkten. Was darüber liegt, ist durchaus geeignet für den Eintritt in die Justiz. Wenn das Examen nicht unbedingt an der oberen Grenze war, kann man durchaus mit Zusatzqualifikationen sich Vorteile herausarbeiten. Zusatzqualifikationen sind etwa anwaltliche Tätigkeit und Erfahrung, sind auch Tätigkeiten bei anderen Behörden im Staatsdienst, von denen aus dann ein Wechsel zur Justiz durchaus in Betracht kommt. Was halten denn Sie persönlich von den Einstellungskriterien? Ich denke, die Mindestpunktzahl von 8 Punkten dient der Qualitätssicherung für die Justiz insgesamt. Darüber hinaus werden die Stellen ja je nach Bedarf von der Platzziffer her von oben nach weiter unten oder von unten nach oben, wie auch immer man das rechnen will, besetzt. Und
diese Qualifikation oder diese Besetzungsmethode halte ich für zum einen transparent und zum anderen für wenig angreifbar, weil ja objektive Kriterien dann die Platzziffer bestimmen. Im Übrigen kann man durchaus Zweifel haben, ob das alleinige Kriterium des juristischen Wissens ein tauglicher Maßstab ist für die spätere Tätigkeit. Aber man muss auch sehen, es gibt in der Probezeit die Möglichkeit, Ausreißer in Anführungszeichen wegzuhalten von der Justiz oder aus der Justiz wieder zu entfernen. Und im Übrigen ist das Kriterium der Platzziffer auch geeignet, eine Vielzahl und eine Variationsbreite von Persönlichkeiten in die Justiz zu bringen, was die Justiz und auch die Rückkopplung in die Bevölkerung durchaus fördert. Na gut, und jetzt eigentlich zur spannendsten Frage wahrscheinlich, was sind denn in Ihren Augen ganz persönlich die Vor- und Nachteile am Staatsdienst? Was ich selbst auch als äußerst positiv empfunden habe, das ist die sachliche Unabhängigkeit des Richters, die einem garantiert, dass einem keiner dreinredet. Man selbst kann entscheiden, wie man es für treffend und richtig hält. Man braucht keine Direktiven in der Sache beachten. Man selbst interpretiert das Gesetz und legt es aus und wendet es an. Diese sachliche Unabhängigkeit habe ich weitgehend auch bei der Staatsanwaltschaft festgestellt im alltäglichen Leben. Es kommt also nach meiner Erfahrung so gut wie nicht vor, dass man irgendwie angewiesen wird, in einem konkreten Sinne zu entscheiden. Man selbst ist Herr der Ermittlungen und dann auch natürlich im Rahmen eines engeren Maschenfeldes von Direktiven und allgemeinen Anweisungen. Man ist an Vorgaben allgemeiner Art aus dem Ministerium, aus der Generalstaatsanwaltschaft gebunden, aber innerhalb dieser Direktiven ist man auch genauso frei, selbst zu entscheiden, wie man eine Sache behandeln will. Das heißt, man kann selber frei entscheiden, wie man in der Sache entscheidet und hat niemanden, der einem da von oben den Daumen drauf hält. Und man muss sich wahrscheinlich auch nicht, wie jetzt Anwälte zum Beispiel, um Kundschaft bemühen, oder? Das eine ist, natürlich gibt es aufsehenerregende Verfahren oder öffentlichkeitsträchtige Verfahren, bei denen natürlich auch die Oberbehörden im Feuer stehen oder stehen können. Und es ist dann immer ratsam, das Gespräch zu suchen über Ermittlungsgänge, über Ermittlungsansätze und über den Abschluss gewisser Verfahren, um im Vorfeld Schwierigkeiten, die auch nach außen auftreten können und die man vor Ort eigentlich nicht im vollen Umfang überblicken kann, dass man solche Kontakte sucht und solche Gespräche dann zur rechten Zeit führt. Aber für den Großteil der Verfahren, die man zu bearbeiten hat, und das ist durchaus eine große Menge, für diese Verfahren ist man weitestgehend auf sich allein gestellt, von der Verantwortung her und auch von der Entscheidungsmöglichkeit her weitestgehend ungebunden, mit Ausnahme dieser Direktiven, die ich bereits erwähnt habe. Und wenn wir jetzt heute auch mal ganz offen und ehrlich über die Nachteile sprechen, in Ihren Augen, deswegen sind wir heute beieinander, dass man da ein bisschen ein ungeschöntes Bild auch einfach mal drauf wirft, was sind denn in Ihren Augen so die Nachteile? Was haben Sie nachteilig erlebt? Der Nachteil des öffentlichen Dienstes insgesamt, Sie können keine Reichtümer ansammeln, aber ich denke, das ist nur ein unzureichendes Vehikel, auf dem man sein Leben fährt. Es kommt meines Erachtens auf die Zufriedenheit an, die man sich im Lauf seines Lebens mit seiner Tätigkeit verschafft. Und insofern halte ich es durchaus für möglich, trotz der bescheidenen Einkommensverhältnisse auch zu einem gewissen Maß an Zufriedenheit zu kommen. Man muss natürlich auch den Vorteil der Bescheidenheit sehen. Mein Schwiegervater hat immer gesagt, der Rock des Beamten ist kurz, aber er wärmt immer. Man hat natürlich eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit, die einen unabhängig macht von der Klientel, die man in anderen Berufen
selber suchen muss, die man akquirieren muss und die man auch bedienen muss, notfalls auch gegen die eigene Überzeugung. Zu den Nachteilen könnte man vielleicht sagen, also mein persönlicher Eindruck ist, dass es in der Justiz oftmals sehr formalistisch zugeht. Das sieht man allein bei diesen Einstellungskriterien. Können Sie das bestätigen oder haben Sie das irgendwie anders erlebt? Die Einstellungskriterien, die wir bereits angesprochen haben, nämlich, dass eine gewisse Mindestpunktzahl erforderlich ist und dass darüber hinaus die Platzziffer entscheidet. Das ist ein Formalismus, der allerdings auch zur Transparenz und dann auch zur Akzeptanz dieses Verfahrens führt. Was ich stellenweise als nicht optimal empfunden habe, das waren die Beförderungskriterien, die angelegt wurden und sich in erster Linie an der in den Beurteilungen erreichten Punktzahl und dann auch am Dienstalter orientierten. Man wird alle 4 Jahre beurteilt und kann dann in diesen Beurteilungen jeweils versuchen, eine höhere Punktzahl zu erreichen. Wenn man sich dann auf eine Beförderungsstelle bewirbt, ist entscheidend zunächst einmal die Zahl der Punkte, die man in der letzten Beurteilung erhalten hat. Und dann konkurriert man mit dieser Punktzahl mit den Kollegen, die sich mitbeworben haben. Im Zweifel kann es dann passieren, dass nicht endgültig entschieden werden kann, wer jetzt von der Punktzahl her und auch nach Gewichtungen innerhalb der Beurteilungen die Nase vorn hat. Und dann wird sehr häufig auf das Dienstalter, das als solches unanfechtbar feststellbar ist, Bezug genommen. Und dann kann es halt passieren, dass ein Kollege, von dem man glaubt, immer im subjektiven Rahmen natürlich gesehen, dass er weniger qualifiziert ist, aber halt im Laufe der Zeit mehr Punkte erreicht hat, weil er Dienstälter ist, dass man hier ungerecht zurückgesetzt worden ist, weil man selber eigentlich für die Position besser geeignet ist, weil man entsprechende Erfahrungen bereits mitbringt. Das sind Erfahrungen, die man dann im dienstlichen Alltag machen kann oder muss, die man aber durchaus auch wegstecken kann. Eine Sache, die man wahrscheinlich als Vor- und Nachteil sehen kann, ich weiß nicht, die meisten wissen es wahrscheinlich, dass man in der Justiz ja nicht nur eine Position bekleiden kann, man kann nicht sagen, ich will mal Staatsanwalt werden und dann bin ich das mein Leben lang, sondern man muss halt auch so ein bisschen durchrotieren, erfordert Flexibilität und Sie haben ja einige Stationen schon durchlebt, was würden Sie denn beschreiben oder wie würden Sie sagen, war da so der Alltag verglichen jetzt als Präsident vom Landgericht, als Staatsanwalt, wie unterscheidet sich das? Wie läuft das an? Also in der bayerischen Justiz ist ein Wechsel zwischen Gericht und Staatsanwaltschaft zwingend vorgesehen. Heute ist es so, dass die meisten Anfänger bei der Staatsanwaltschaft beginnen, dort mit den Verhältnissen in der Justiz vertraut gemacht werden und dann irgendwann, wenn eine Richterstelle frei ist, eine passende auf diese Richterstelle dann versetzt werden. Ab diesem Zeitpunkt kommt es dann auf die persönlichen Neigungen, auf die persönliche Flexibilität an, inwieweit man den durchaus gewünschten und geförderten Wechsel zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht weiter betreibt. Ich selbst schätze mich so ein, dass ich ein Mensch bin, der immer wieder neue Herausforderungen sucht und immer wieder neue Tätigkeitsfelder für sich in Anspruch nehmen will. Ich habe es als angenehm empfunden, dass diese Wechsel möglich sind und auch positiv bewertet werden. Wie Sie aus meiner Schilderung des dienstlichen Werdeganges entnehmen können, habe ich dann auch gezielt jeweils die mit Beförderungen verbundenen Wechsel zurück zur Staatsanwaltschaft, wieder zum Gericht und dann wieder zurück zur Staatsanwaltschaft, um von der Staatsanwaltschaft dann letztlich in der Verwaltungsposition zum Präsidenten in Kempten bewusst so gewählt. Und ich war froh, dass es diese Möglichkeit gegeben hat. Ohne den Wechsel wäre ich wahrscheinlich bei der Justiz nicht so alt geworden. Und wenn Sie jetzt Ihren Alltag beschreiben müssten, als Staatsanwalt, als Richter, in der Kürze der Zeit, ich meine, wir könnten jetzt stundenlang beieinander sitzen. Als Richter sind Sie selbst Herr über Ihre Zeit. Sie takten Ihre Tätigkeit selbst. Ihre Tätigkeit besteht im Alltag
In der Regel aus Aktenstudium und Sitzungsvorbereitungen und dann dem Sitzungsdienst und der Nachbereitung der Sitzung, indem Sie die Entscheidung, die erforderlich ist, niederlegen. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Tätigkeit so zu steuern, dass Sie ein freies Wochenende haben, dass Sie eine geregelte Dienstzeit, Ihre Dienstzeit täglich geregelt beenden können und insoweit auch ein gewisses Gleichmaß herbeiführen können. Als Staatsanwalt sind Sie weitgehend oder zum großen Teil fremdbestimmt. Sie können nicht beeinflussen, wann Ihre Arbeit anfällt, sprich wann Vergehen und Verbrechen begangen werden. Sie müssen in größeren Sachen vor Ort sein. In Mord- und Totschlagsverfahren ist es zweckmäßig, sich bereits am Tatort von der Situation einen Eindruck zu verschaffen. Sie sind im Übrigen gebunden durch Termine, die das Gericht bestimmt. Sie unterliegen einem Beschleunigungsgebot, das erfordert, dass zu bestimmten Fristen bestimmte Entscheidungen fertig und getroffen sind. Und Sie müssen dann mit Berichtspflichten umgehen, wenn die Fristen, die Ihnen auferlegt sind, nicht eingehalten werden. Im Übrigen haben Sie dann die Aktenarbeit zwischen diesen Terminen noch zu erledigen. Also es ist durchaus viel zu tun, man muss es zugeben, aber es ist nicht so, dass es nicht zu schaffen wäre. Mit dem entsprechenden Einsatz kann man diese Arbeit gut erledigen. Bei all den Positionen, die Sie jetzt inne hatten, könnten Sie sagen, was Ihnen am meisten Spaß gemacht hat? Lässt sich das sagen oder lässt sich das gar nicht so vergleichen? Wenn ich es aufs ganz Persönliche beziehen darf, dann muss ich sagen, mir hat am meisten Spaß gemacht die Tätigkeit am Landgericht in Kempten. Mhm. Und zwar zum einen durchaus die Leitung des Gerichts, weil man hat viele Personen, für die man verantwortlich ist, von denen man selber wieder profitiert, weil sie Gedanken bringen, weil sie ihren eigenen persönlichen Hintergrund bekannt geben und dann auch förderlich sind für Betriebsabläufe, weil man sieht, was die Menschen berührt. Speziell in Kempten war natürlich, und das war jetzt der Hauptgrund für mich, die Residenz, die ja unter Denkmalschutz steht, mhm, und von ihrer Pracht her nicht so einfach zu kopieren ist. Ja. Ich persönlich bin historisch interessiert, bin auch privat historisch engagiert, mhm, bei uns im Heimatort. Und für mich war die Erhaltung und die Präsentation dieses Gebäudes mit den Prunkräumen, die auch so offiziell benannt, mhm, werden, ein positiver Aspekt an der ganzen Tätigkeit. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, einfach Leute durchs Gebäude, durch diese prachtvollen Räume zu führen und ihnen auch anhand von Einzelheiten zu zeigen, was uns oder was der Justiz von Steuerzahler, vom Staat anvertraut worden ist, mhm, und wofür wir dann auch die entsprechende Verantwortung gehabt, mhm, haben. Das ist bestimmt so ein Bereich, den man gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, dass wenn man mal als Jurist arbeitet, dass man dann auch für so Gebäude verantwortlich ist und die verwaltet und dass das auch Spaß machen kann. Das ist, glaube ich, so ein Bereich, den hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt zum Beispiel. Das ist auch der Vorteil des juristischen Berufes. Man ist für alles geeignet und es wird einem alles zugetraut. Man muss einfach dann mit dem entsprechenden notwendigen persönlichen Engagement sich einsetzen, auch für solche Situationen, ob es jetzt Spaß macht oder nicht. Wenn Sie heute ein Gefängnis leiten, dann sind die Aspekte weniger erfreulich, die Sie in die oder die Aufwendungen, die Sie für die Ausstattung und die Sicherheit des Gebäudes einsetzen müssen, sind bei Gefängnissen nicht so, wie Sie es bei einem Prachtbau haben, mhm, den die Justiz zur Verantwortung überlassen bekommen hat. Ja, total interessant. Herr Dr. Kreuzborn, jetzt haben Sie die Gelegenheit, quasi an die nächste Generation Juristen was weiterzugeben, wo Sie sagen, das wäre vielleicht wichtig für die berufliche Zukunft. Was würden Sie denn da raten? Ich würde jedem raten, sich selber zu zwingen, mit dem Umgang mit Problemen zu trainieren. Das heißt, wenn Probleme bestehen, immer die Möglichkeiten ausloten, was gibt es für Lösungsmöglichkeiten, in welcher Richtung kann man den Konflikt ganz oder zumindest halbwegs so lösen, dass er für die Beteiligten
einen vernünftigen Ausweg bietet. Gleichzeitig sollte man sich wirklich zwingen, das Argumentieren zu üben. Man kann ja für sich selber auch in bestimmten Situationen überlegen, wie würde ich jemandem eine bestimmte Lösungsvariante schmackhaft machen, welche Argumente überzeugen mich und welche Argumente würden den anderen überzeugen. Das ist eigentlich die Grundbasis jeglicher juristischer Tätigkeit. Das ist das eine. Im Übrigen, auch das ist eigentlich ein allgemeiner Rat über den Umgang mit Mitmenschen. Versuchen Sie sich einen wohlwollenden und fairen Umgang mit Ihren Mitmenschen anzutrainieren. Wohlwollend heißt, lassen Sie die Leute reden, hören Sie zu, hören Sie was raus, und zwar das, was die Leute bewegt, und gehen Sie auf die Probleme ein, zeigen Sie Verständnis für die Probleme. Und wenn es dann zur Lösung der Probleme kommen muss oder wenn dann die Lösung ansteht, dann pflegen Sie einen fairen Umgang. Fairer Umgang heißt, halten Sie sich an die allgemeinen Spielregeln, die uns das Gesetz vorgibt. Schauen Sie darauf, dass jeder mit der Lösung leben kann. Es ist wichtig, das Gegenüber leben zu lassen. Ein Streit, der zu einer totalen Unterwerfung einer Seite führt, ist in der Regel der Keim für die nächste Auseinandersetzung. In Nachbarschaftsstreitigkeiten kann man das gut beobachten. Wenn eine schneidige Entscheidung ergeht, dass eine Seite voll unterliegt, dann kann man damit rechnen, dass in wenigen Monaten die beiden Streitparteien wieder mit umgekehrten Rollen vor dem Gericht auftauchen und dann kommt eben der Rachefeldzug des vormals Unterlegenen. Das Leben lassen heißt, es muss jeder das Gefühl haben, er hat Gehör gefunden. Das rechtliche Gehör ist im Übrigen ohnehin das Minimum im Umgang mit allen Beteiligten jeglicher Auseinandersetzung. Er hat Gehör gefunden, man hat seine Argumente erwogen, aber halt ihnen nicht unbedingt den großen Wert, den man selber immer auf die eigenen Argumente legt, zugemessen. Aber ein vernünftiger Vergleich bietet jedem der Beteiligten die Möglichkeit, die eigenen Nachteile besser zu schlucken, wenn er die Möglichkeit hat, darauf zu verweisen oder sich damit zu trösten, dass die andere Seite ja auch nachgeben hat müssen und einen Nachteil erlitten hat. Und ein schlechter Vergleich ist immer noch besser und befriedender und nützlicher für den Rechtsfrieden als eine perfekt ausformulierte und begründete Entscheidung, die voll zulasten einer Seite geht. Dann würde ich meiner Nachwelt oder meiner dienstlichen Nachwelt auch noch mitgeben, dass es nicht schadet, einen gesunden Ehrgeiz an den Tag zu legen. Gesunder Ehrgeiz heißt nicht, dass man irgendwo krampfhaft schleimt und sich irgendwo versucht, auf nicht leistungsgesteuerten Kriterien und Wegen Vorteile zu verschaffen, sondern einfach zeigen, dass man über das Normale hinaus, über die normale Sachbearbeitung hinaus Interesse hat an dem ganzen Geschehen, an den dienstlichen Abläufen, an den Organisationskriterien und einfach zeigen, dass man mehr will, mehr kann, als das, was man im Examen als oder für das Examen gelernt hat. Und dann noch ein wichtiger Umstand für jeden Juristen, der in der Justiz tätig ist: Versuchen Sie, Abstand zu halten, inneren Abstand zu den Fällen, die Sie zu bearbeiten haben. Es ist wie bei einem Arzt, der seinen Patienten nicht adäquat behandeln kann, wenn er beseelt ist nur von Mitleid mit dem geschädigten Patienten und sich von diesem Mitleid führen lässt. Ein Arzt muss
auch den notwendigen Abstand haben, um darüber entscheiden zu können, welche Maßnahmen die richtigen sind. Und genauso müssen Sie es als Jurist, Sie dürfen sich nicht zu sehr in den Konflikt, der vorhin ist, oder in die Straftat, die Folgen einer Straftat involvieren lassen. Sie müssen den notwendigen Abstand halten, um dann in Ihrem Abstand die richtigen Entscheidungen treffen zu können, um die Sache vorwärts zu bringen. Das heißt nicht, dass man gefühllos werden soll, sondern eben die Gefühle so im Griff haben sollte, dass sie unabhängig sind von den dann zu treffenden Entscheidungen. Das sind doch alles mal sehr gute Ratschläge, die nicht nur in der Juristerei helfen, sondern allgemein fürs Leben, glaube ich, ganz, ganz gut und wichtig sind. Gibt es sonst noch irgendwas, was Sie gerne... Ansonsten kann ich allen nur viel Glück wünschen und günstige Umstände, die auszunutzen, jeder selber in der Lage sein muss. Na dann, ich habe schon gesagt, ich würde am liebsten noch Stunden mit Ihnen hier sitzen, weil Sie so viel Interessantes zu erzählen haben. Vielleicht setzen wir uns einfach nochmal zusammen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch weitere Fragen habt an den Herrn Dr. Kreuzpointer. Vielleicht ist er so nett und beantwortet uns die zu einer anderen Gelegenheit mal. Aber für heute, denke ich, ist es ein langes Video geworden, aber ich denke auch umso interessanter. Und nochmal großes Dankeschön, Herr Dr. Kreuzpointer, dass Sie gekommen sind. Gerne. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.